Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen eine Runde mit dem guten Dwight, beziehungsweise mit Dwight. Ich habe heute mal den Sunny ausgepackt. Ja, ich habe Sprintboost dabei, botanisches Wissen, wir schaffen das. Und Einfühlungsvermögen, und wir spielen offensichtlich gegen den Billy mit Ruin. Okay. Glaube, er ist nach da hinten. Ja, doch, okay, da ist er. Ah, da ist sogar schon jemand. Ich will trotzdem mal eben ein bisschen näher hier ran. In der Hoffnung, dass wir dann nicht von Barbecue gesehen werden. Könne sein, dass wir. Oh, hat er den anderen gesehen? Ja, ich glaube. Mal schauen, wo die lang rennen. Es wäre halt schon cool, wenn du weggehst, ne? Clödia. Von dem anderen, der da hängt. So, da hat sie einen Hit bekommen. Ich warte noch einen Moment ab, Leute. Ich will, dass der Billy. Jo, okay. Jetzt können wir es machen. Oh Gott, ich hoffe, du hast auch, wir schaffen das dabei. Und er will nicht geheilt werden. Ah, stehen bleiben, David. Hallo? Will er uns zeigen, wo Ruin ist? Nee, will er nicht. Na gut, okay. Die nächste Person liegt schon wieder, Leute. Dann rennen wir mal direkt wieder darüber. Das könnte ja mal eine interessante Runde werden, ey. Wenn das jetzt hier so Schlag auf Schlag geht, dann werden wir Spaß dran haben. Komm, schon wieder an den. Ja. Komm, wieder an den Haken hier vorne ran. Nice. Ist direkt weggefahren. So, wir schaffen das dabei. Deswegen komm da mal eben runter, mein Freund. Und da hinten wird der nächste wieder angeschlagen. Ey, jetzt geht's aber Schlag auf Schlag. Na gut. So, Leute, ich muss auch nochmal hier, glaube ich, in eigenem Interesse was sagen, ja. Ihr wisst ja, DBD ist an und für sich. Hat es eine 18er-Rating, ja. Ich weiß natürlich, dass es auch einige jüngere Leute gibt, die Dead by Daylight spielen. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr euch in den Kommentaren hier unter meinen YouTube-Videos erwachsen verhaltet. Zumindest so weit, wie es möglich ist für euch, ja. Sonst muss ich euch leider in den Kommentaren auch einfach bannen. Ich habe das jetzt. So, willst du jetzt geheilt werden oder nicht? Ich habe mir das jetzt ein paar Tage lang mal angeschaut und ich muss sagen, ich weiß nicht, was bei euch los ist in letzter Zeit. Aber ich werde Leute, die andere Leute in den Kommentaren beleidigen, jetzt einfach auch kommentarlos bannen. Ja? Dann könnt ihr leider nichts mehr schreiben. Ist dann halt so. Aber ich habe da auch keine Lust mehr drauf, mir immer die ganze Scheiße durchlesen zu müssen. Und ja, werdet einfach ein bisschen reifer. Wenn euch jemand im Internet beleidigt, dann müsst ihr ihm nicht unbedingt antworten. Vor allem nicht mit. Ebenfalls eine Beleidigung, ja. Da setzt euch nur selber auf das gleiche Niveau runter. Wenn ihr das nötig habt, dann macht das gerne, aber dann wundert auch ihr euch nicht, wenn ihr geblockt seid. So, gut. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ist mir nur in den letzten Tagen ein bisschen aufgefallen. Und würde ich mich freuen, wenn ich jetzt nicht die Palette so gewastet hätte. So, Hallöchen, Billy. Da kriegt er nur den Hit durch. So, ich hau dann mal eben ab. Ich kann mich auch selber heilen. Ich habe ja ein Medikit dabei. Lässt mich in Ruhe, scheinbar. Na gut. Das ist schön für uns. Ein Generator haben wir geschafft, ey. Meine Güte. Wir sind schon ein Pro-Team. Na gut, er lässt den liegen. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Nee, hing die schon mal? Hat er einen Strike? Keine Ahnung. So, direkt mal hochgeheilt. Ich renne mal eben ein bisschen. Oh, kommt der hier hin? Sieht nicht so aus. Oh shit, bin ich nah genug dran? Oh, die ist down. Hing die schon mal? Nö, bestimmt nicht, ne? Ah, moin. So, Barbecue, sowas von confirmed. Dann rennen wir mal hier ins Palettenreich, würde ich sagen. Können wir den Killer zumindest noch mal ein Momentchen hinhalten? Ja, ist aber schon schnell, oder? Der wird mir einen Hit drücken. So, dann nutzen wir den aber, um weiter wegzurennen. Naja. Oh oh. Schafft er nicht. Schafft er doch, wenn ich jetzt einen Fehler mache. Dann mache ich halt erstmal keinen Fehler, würde ich sagen. Oh oh. Jetzt muss ich rüber. Ich täusche diesmal nicht an. Ah, verdammt. Hat er mich noch erwischt. Okay.
Da ist jemand und da ist jemand. Zwei Gens, schon, in Anführungsstrichen, nach über 5 Minuten. Ah, da waren andere Runden schon zu Ende, ne? So. Ah, er sammelt uns ein. Jetzt kommen wir hier an Haken, er wird danach wieder dorthin gehen wahrscheinlich. Nee, er will uns an den Haken da hinten bringen. Er hat den eisernen Griff dabei. Geiler Arschbilly in der Hose, meine Güte da. Bringt nix. Der hatte dich doch auch schon mal auf dem Arm. Du solltest eigentlich wissen, dass er Dingens dabei hat. Und jetzt rennt sie genau zu dem anderen. Der muss doch die Rennspuren gesehen haben. Ah, GG. Jetzt kommen sie zurück. Nee, kommen sie nicht. Hat sie eiserner Wille? Wow, ich wollte gerade sagen, springt ihm jetzt direkt rein. Das wäre bitter gewesen. Aber sie hat, wir schaffen das dabei. Geil. Schafft er das? Nee, schafft er nicht. Dann bin ich hier weg. Guter alte Sprintboost. Lehnt er mir hinterher? Nee. Dann suchen wir uns einen Gen. Der eine Gen ist da vorne eigentlich schon recht weit, aber jetzt jagt er den anderen Typen da natürlich hinterher gerade. So, wir verstecken uns mal. Haben sie den Gen eigentlich schon wieder angeditscht? Oh, die Person ist auch down. Damn, son. Was ist denn los hier, ey? Das geht mir hier ein bisschen zu schnell, muss ich ehrlich sagen. Oh Gott, von da oben könnte er meine Glatze sehen, oder? Scheinbar nicht. Ah, er hat den anderen gesehen. Jo, dem jagt er heute her. Dann mache ich hier den Gen fertig. Ich glaube, die Runde ist dann aber auch bald schon zu Ende, ey. Da hat er jetzt einen Hit genommen. Oh Mann. Kurze, knackige Runde. Naja, was willst du machen? Aber am Anfang hat der Billy auch immer Stück für Stück direkt wieder jemanden erwischt, ne? Oh, er hängt auf. Kein Slugging heute mal. Kommt da vorne an Haken bestimmt. Mal schauen, wo er hingeht. Nirgends. Okay, Sprintboost gewastet. Aber wir wollen natürlich hier retten. So. Billy, dann können wir noch mal ein bisschen tanzen. Wir haben hier noch einige Paletten. Ich muss nur aufpassen, dass ich sie rechtzeitig drop. Hat er gut gemacht. Da ist noch eine. Billy! Ah, komm her, mein Freund. Dann spielen wir wieder das Spielchen. Haben wir vorhin schon mal gehabt. Ah, hat er gut gemacht. Das war nicht so gut. Aber das davor war gut, Billy, ja? Nope. Er spielt voll auf Bloodlust. Werd mich auch erwischen dann gleich. Ich hab jetzt keinen Sprintboost mehr. Okay. So, der andere. Oh, jetzt slackt er. Ne, er will die Palette wegnehmen. Und der andere ist genau da. Oh, oh. Hat er ihn gesehen? Glaube nicht. Puh, du musst in die Nähe kommen. Sonst wird das Barbecue dich verraten, aber da ist der Haken. Bin gespannt, was er noch hat. Also er hat Barbecue, Ruin. Er hat den eisernen Griff. Ich weiß nicht, was das vierte ist, was er noch hat. Müsste man mal gleich dann nach der Runde sich anschauen. So, der andere hat sich hochgeheilt. Er bleibt in der Nähe. Barbecue halt. Lass dich nicht locken, du hast noch ein bisschen Zeit. Du hast noch Zeit. Ich werde hier einfach in Ruhe meine Leertaste durchspammen. So, come on. Der Billy hat übrigens noch 100% gedroppt, also ich glaube, dass er es war. Oh shit. Okay, er holt sich den anderen.
Dann gönne ich mir mal eben schnell meine Selbstheilung hier. Müssten wir hinkriegen, hoffe ich. Einmal noch. Ich habe vorhin schon mal... Ja, reicht. Nice. Botanisches Wissen sei Dank. Ich dachte gerade, er hat mich jetzt gesehen. Warte mal. Der eine Generator hier war doch schon einigermaßen weit zumindest. Vielleicht können wir den nochmal fertig machen. Er hat dagegen getreten natürlich. Puh, sind aber schon jetzt ganz schön die Prozente weggegangen, ey. Meine Güte. Oha. Also ich bin wirklich gespannt auf das Ende der Runde hier, wie es punktetechnisch aussieht. Ihr seht schon, ich habe in der Zielkategorie, jetzt ist er, da hinten wurde er geschlagen. Ich muss in die Nähe. Ich weiß, der Typ stirbt, aber machen wir uns nichts vor. Barbecue wird uns verraten, wenn wir da nicht in der Nähe sind. Kommt der hier vorne ran? Falls ja, ich sollte mich ducken. Ja, kommt er. Oh Gott, ich hoffe, er sieht mich nicht. Guck mal, wie meine Glatze darüber guckt. Nee, der ist sogar nochmal... Okay, verstehe. Ja, der Billy. So, wo rennt er hin? Nach da hinten. Aber wir bleiben noch ein bisschen... Wir bleiben noch ein bisschen wachsam. Da kommt er. Boah, krass. Ich renne erst, wenn er weg ist. Ich will nicht mein Leben riskieren jetzt. Er guckt die ganze Zeit. Er guckt immer noch. So, jetzt können wir es riskieren. So, komm dann mal runter. Ich kann... Na gut. Sorry, Leute, meine Stimme versagt hier mal wieder. Ich hätte dich gerne noch ein bisschen hochheilen können. So ist es ja nicht. So, wieder versteckt bleiben. Manchmal muss man einfach zu dem Stein werden, Leute. Manchmal muss man einfach eins werden. Oh, oh. Mit der Umgebung. Oh Gott, ich würde gerne hinter das Auto... Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass er die Kettensäge nimmt, um wegzurennen. Nee. Oh Mann, der Billy. Der Billy, der Billy, der Billy. Der andere heilt sich hoch. Sehr gut. Ist er noch dahinter oder ist er schon nach links weg? Nee, da ist er jetzt. Okay. Puh. Also ich muss schon sagen. Nice. Also ich muss schon sagen, ne, wir haben hier schon teilweise ganz schön Glück. Den... Röntgenblick hat er nicht. Aber kenne ich ja selber. Ich übersehe auch oft genug Leute. Und im Nachhinein, wenn ich dann mir die Videos nochmal anschaue, dann merke ich das auch häufig. Aber es ist, wenn man selber Killer spielt, ist es immer nochmal was anderes, Leute. Man ist natürlich ein bisschen angespannt, man will die Leute erwischen. Und man guckt eigentlich meistens nur so auf die Mitte des Bildschirms. Hier ist noch ein Medikit. Sind da noch Ladungen drauf? Obwohl, wenn er mich nochmal erwischt, dann müsste ich schon entkommen. Um mich hochzuheilen. Wo ist er? Da. So, er rennt weg. Das wird schwer mit den Gens. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Hier sind drei relativ nah beieinander. Den einen da hinten. Und wo ist der andere denn eigentlich? Da vielleicht? Oh ja, da wahrscheinlich. Da geht er ja gerade hin. Vielleicht sollen wir dahin gehen. Oh, er hat den anderen erwischt. Shit. Shit, shit, shit. So, wenn er ihn erwischt, Leute, dann ist hier leider Schicht im Schacht für denjenigen. Kann ich auch nicht mehr juken. Naja, so wird er ihn nicht bekommen wahrscheinlich. Sei denn, der Survivor macht einen Fehler. Wir müssen in der Nähe bleiben. Ich muss Barbecue gleich. Oh, da war noch eine Palette. Nice. Ja, er spielt halt komplett auf Bloodlust, ne? Früher oder später wird er ihn bekommen. Ich kann jetzt auch nicht weggehen, ohne dass ich Angst haben muss, dass ich gesehen werde. Ich kann auch mal probieren, den anderen Gender zu machen. Aber ich muss dann auch rechtzeitig wieder zurück sein, dass ich in der Dingensreichweite bin. In der Barbecue-Reichweite.
Wir haben ja den Sprintboost, ne, notfalls. Deswegen, ich bewahre mir den auf. Puh, meistens habe ich Glück mit der Luke. Aber ich sag's euch, wenn ich sie jetzt brauche, dann sieht das schon wieder ganz anders aus wahrscheinlich. Ich sehe den. Ah, da ist der Billy jetzt links raus mit der Kettensäge im Anschlag. Ja, hat er nochmal geschafft, die Runde. Ist der Keller eigentlich dort? Ich weiß es gar nicht. Sammeln wir nochmal ein paar Punkte. Also ich glaube, wir sind jetzt schon über 5 Minuten, wo wir hier beide nur noch alleine sind. Krass, dass wir doch noch so lange durchgehalten haben. Hätte ich nicht gedacht. Aber der Billy campt ja auch nicht, muss man sagen, ne? Ah, jetzt hat er ihn. Ach komm, slackst du jetzt in der letzten... In der letzten Instanz doch noch. Schade. Das ist eine Falle halt jetzt, ne? Ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt hingehen will. Wenn ich da jetzt helfe, dann werde er uns nur am Ende beide erwischen, glaube ich. Deswegen warte ich mal hier einen Moment. Mal gucken, was er macht. Ja, er rennt wieder zurück. Oh, Vorsicht. Ja, er hängt ihn nicht auf. Er hängt ihn nicht auf. So, wenn ich jetzt zum Helden werden will, dann wird es wahrscheinlich wieder dazu kommen, wozu es immer kommt, dass wir dann beide erwischt werden. Der andere müsste wegkriechen. Da kommt der Billy wieder zurück. Ja. Der andere müsste weit genug wegkriechen, dass Billy es nicht mehr mitbekommt. Jetzt hängt er ihn doch auf. Okay. Er hat ihn da als Köder benutzt, ne? Wie er noch guckt, so. Oh, kommt der andere angerannt? Nope, der andere kommt nicht angerannt. Sorry. So, da ist er down. Okay, dann beginnt jetzt die Lukensuche. Normalerweise habe ich immer so ein Glück. So, Billy ist da hinten. Oh, oh, er könnte mich sehen von da oben. Nope. Okay, ich renne. Ich glaube, er hat mich gesehen. Hat er. Hallo. Komm, das schaffe ich noch. Jo. Hier ist noch eine Palette. Hallo, Billy. So, dann rennen wir mal. Ich glaube, hier ist sie nicht übrigens. Klettert er durch? Nee. Okay, schade. Ich weiß nicht, wo sie gewesen wäre. Vielleicht wirklich da hinten irgendwo. Schade. Ah, ich musste dann irgendwann losrennen. Machst du nichts dran. Okay. Ich glaube, punktetechnisch sollte es auf jeden Fall gereicht haben. Emblems müssten wir auch genug gesammelt haben. Wir konnten ja ein paar Mal helfen. Also dürfen wir eigentlich unseren Pip bekommen haben. Obwohl, eigentlich reicht es jetzt sogar schon immer, wenn ich den Pip behalte, ja, weil ich bin jetzt Rang 1. Da kann man ja sowieso keine Pips mehr sammeln, sobald man einmal Pip verliert. Hat man dann reingeschissen. Und zack, GG. Happig war das. Nice. Ja, GG, Grüße gehen raus. Aber schön zu sehen, dass andere Leute genauso blind sind wie ich, happig, ja. Also, hat Laune gemacht. Silber, Silber, schillernd und schillernd. Und mal wieder im Stream. Nee, YouTube. Bis ab 14:30 im Fernsehen. So. Also Leute, ne? Grüße gehen raus. Habe ich schöne Runde auf jeden Fall. Da wollt ihr mir am Ende noch eine Falle stellen, ne? Aber so nicht. So nicht. Danke für die doppelten Blutpunkte auf jeden Fall. Und so.
Okay, ich bin raus, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und seid nett zueinander in den Kommentaren, ja? Sonst kommt die Peitsche und so. Haut rein.